Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie ein kleines Commentary. Da hatte ich mal jetzt richtig Lust zu. Und zwar zu Halo. Hoppala. Also so. Zu Halo 4. Exil heißt das Level. Und ich habe keine Ahnung, was es jetzt geworden ist. Ein, keine Ahnung auf keine Ahnung. Ziemlich hoch auf ziemlich wenig. Und ich habe heute so ein kleines Thema mir gedenktet zu erzählen, ein bisschen darüber zu labern. Ich muss mir gerade mal den Spielsound ein bisschen leiser machen, damit ich mich ein bisschen aufs Reden konzentrieren kann. Und zwar geht es um das Thema Hypen, oder das Hypen von Spielen oder generell anderen Sachen. Ich gehe jetzt aber einfach mal von Spielen aus. Und zwar ist das ja heute sozusagen so, dass man selten große Spiele hat, wo man hinterher eilt, wo man auch sagt, oh, das muss ich haben und dass es halt wirklich so eine Riesenmenge ist, die das auch macht. Also nicht nur, okay, es sind natürlich einzelne Spieler, die auch andere Spiele hypen, das ist richtig, das ist normal, das ist typisch. Aber ich meine jetzt, wo jetzt wirklich die große Masse alle am Schreien ist, ja, das Spiel muss ich haben. Das neueste Thema davon ist natürlich GTA 5 gewesen. Das ist natürlich ein Riesenhype gewesen und jeder ist verblüfft von den Verkaufszahlen, die die gemacht haben. Wirklich, alle waren, die 10 Milliarden, die sie da gekriegt haben, oder was weiß ich, was jetzt nochmal, ich hab jetzt die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf. Ja, ist damit ein Spackenlaser nicht gestorben ist, ich habe keine Ahnung. Scheißteil. Dass ja, alle total verrückt und können sich nicht mehr abreagieren und sowas. Das war früher eine normale Angelegenheit. Und zwar war das früher in der Art und Weise jedes Mal so. Ich sag mal, ich bin jetzt nicht da. Man kann sagen, ich bin da, wo die Gaming-Szene richtig in Walle gekommen ist. Oder schon ein bisschen in Walle gekommen ist, weil habe ich gerade erst angefangen zu spielen. War ich schöne 6, 7, 8 Jahre alt. Lass das mal so um den Dreh rum gewesen sein. Das war also 1999 bis 2001 um den Dreh rum habe ich ungefähr angefangen zu spielen. Ich bin 91er Jahrgang, damit ihr das mal ein bisschen ausrechnen könnt. Da habe ich so ungefähr angefangen zu spielen. Und da war es eine, da war jedes Spiel irgendwo, dass man, oh, das muss die Welt haben, das ist geil. Als Beispiel Pokémon, Super Mario und wie sie nicht alle heißen, Zelda und sowas. Da war jedes Mal eine Riesenmasse. Aber das hast du heutzutage so einfach gar nicht mehr. Auch jetzt die neuesten Pokémon. Du hast nicht mehr eine Riesenmasse, die hinterher schreit. Man muss sich vorstellen, die ersten Editionen, Pokémon Rot und Pokémon Blaue, beziehungsweise die Grüne. Ich zähle jetzt mal die Gelbe nicht mit, weil sie später gekommen ist. Haben es Nintendo war bis dato fast bankrott. Dieses Spiel hat sie wieder gerettet. Komplett gerettet. Und sie haben mit dem Geld, was sie von Pokémon noch hatten, von der ersten Edition, damit haben sie die Wii finanziert. Mit dem Geld haben sie das noch finanziert. Ergo, es war da ein Riesenhype. Und jeder hat's gespielt. Wirklich jeder. Die halt was für Spiele übrig hatten. Sag ich jetzt einfach mal. Natürlich, Eltern oder 50-Jährige, die haben natürlich jetzt nicht angefangen, das zu spielen oder sowas. Aber wirklich ein jeder Arsch hat es gespielt. Und das muss man sich einfach mal reinziehen. Und heutzutage hast du diese Menge an Hype gar nicht mehr, weil wir alle schon zu verwöhnt sind, dass haufenweise gute Spiele rauskommen. Wir sind, die Spiele sind einfach zu verwöhnt, dass viele Spiele kommen. Und viele gehen natürlich Geheimtipp hier, Geheimtipp da. Wie gesagt, dass jetzt jeder sich so verwundert über GTA 5, das war früher Tatsache. Und das war auch zwar ein bisschen seltener, aber es kam häufiger vor. Wie gesagt, weil die Spiele halt nicht so häufig vorkommen. Heutzutage hast du ja, dass eine Spielserie jedes Jahr mal irgendwie erscheint. Call of Duty oder halt Need for Speed und so ein Scheiß. Da kommt ja jedes Jahr irgendwas raus. Jedes halbe Jahr kommt ja irgendwas raus. Und das hattest du früher halt nicht. Du hast da wirklich ein, zwei Jahre hinweg hattest du dann keine Spiele. Das ist schon extrem, wie sich die Zeit gewandelt hat.
Ich spreche mich davon jetzt natürlich nicht frei. Ich bin sowieso in letzter Zeit so, dass ich mich nicht mehr hypen lasse, sondern dass ich halt ziemlich objektiv auf Spiele zugehe, weil ich schon von 2-3 Spielen ein bisschen enttäuscht war. Das Problem ist, bei meinem letzten Video, wo wir das Halo Pro und Contra gemacht haben, da hört man meine Stimme so schlecht, da habe ich eigentlich ganz gut erklärt, was mich da ankotzt und sowas. Kann man leider nicht mehr so genau mitsehen. Müsste ich vielleicht nochmal neu rendern. Ich müsste eigentlich noch alles haben, Tonaufnahmen und sowas. Wie gesagt, also so einigen Spielen habe ich halt auch gehypt, dann wurde ich halt extrem enttäuscht, ob es jetzt das ganze Spiel ist oder ob es irgendwie der gründende Abschluss nicht gestimmt hat, ergo Mass Effect 3, das hat gar nicht gepasst allesamt, das Ende jedenfalls nicht. Und daher bin ich da etwas vorsichtig, also ich spreche mich nicht ganz so frei davon, aber ich bin da etwas vorsichtiger geworden. Das würde ich vielleicht auch einigen mal so ein bisschen zuraten, würde ich einfach mal so jetzt spontan hingesagt. Okay, das ist aber jetzt nicht das Thema in der Art und Weise. Und das ist halt das Problem. Also einige sind halt dann total, oh Scheiße, hat das viele Zahlen gemacht. Das war, wie gesagt, früher keine Selbstverständlichkeit. Also ich weiß nicht, war es keine oder eine Selbstverständlichkeit? Es war irgendwas mit Selbstverständlichkeit. In einer Art und Weise. Auch wenn man jetzt halt die neuesten Pokémon-Spiele, da schreit keiner mehr nach, weil die langsam so abgefuckt sind mit diesem Spiel, dass sie einfach irgendwas entwickeln, was gar nicht mehr, was gar nicht mehr aktuell ist. Und die schroten es einfach nur noch alles aus. Das ist sehr traurig. Es ist eigentlich sehr, sehr traurig, finde ich. Da muss man vielleicht mal was Neues. Dass jetzt Mega-Entwicklungen dazugekommen sind. Alter, bitch, please. Oh, Entschuldigung. Da pfeife ich mal jetzt sozusagen drauf in der Art und Weise. Weiß ich, ja, aber das wollte ich einfach nur mal in Erinnerung rufen, dass Spiele früher nur gehypt waren, weil es einfach nicht diese Masse gab. Jetzt sind wir extrem verwöhnt. Das ist genauso wie mit den Neuerungen von alten Spielen. Halo 1 zum Beispiel fand ich geil. Ich finde jetzt die neuesten Neuerungen von Halo 4 fand ich alle scheiße. Auch von Halo Reach fand ich erst alles scheiße. Das Problem war nicht, dass die Neuerungen nicht gefallen haben, sondern das Problem war, dass es Neuerungen waren. Das war das Problem einzig und allein. Und wir sind da halt sehr, sehr, wie nennt man das nochmal, jetzt komme ich auf den Namen. Verwöhnt, jetzt habe ich es. Wir sind da sehr verwöhnt geworden, die Spielegemeinde. Jeder schreit nur noch nach der guten Grafik, nach der besten Grafik und sowas. Und ja, es ist. Also ich muss sagen, ich höre jetzt auch auf damit zu sagen, dass Halo 4 gefällt mir. Weil es jetzt das und das neu hat. Also ich werde natürlich sagen, wenn mir ein Teil nicht gefällt, okay, aber ich werde es nicht mehr aus dem Grund sagen, weil es das damals nicht gab. Das macht keinen Sinn. Ein Spiel muss sich weiterentwickeln, das ist klar. Auch die Spielegemeinde muss sich weiterentwickeln. Und es ist klar, dass jedes Spiel natürlich immer besser und besser wird und wir ergo natürlich auch immer verwöhnter werden. Das ist sowas von abnormal normal. Und deswegen kann sich niemand von freisprechen. Und ich glaube, es müsste jetzt auch der letzte Kill hier sein. Zack, da haben wir auch schon das Ende. Wir haben 34 Abschüsse haben wir. Ganz nice, meiner Meinung nach. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde mich mal interessieren, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Sind wir Gamer einfach nur verwöhnt oder sind die anderen Spiele wirklich nicht heutzutage mehr wert, gehypt zu werden? Das würde mich jetzt mal interessieren, was ihr dazu meint und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss und ciao!